Hi, ich bin's, der Olli. Ich habe jetzt die 100 Abos geknackt. Ich weiß, überraschend war das auch für mich nicht. Aber ich wollte es euch trotzdem sagen, ne? Ich meine, jetzt mit dem ganzen Fame kann sein, dass ich noch dazu komme, Videos für euch zu machen, Kommentare zu beantworten und so, aber I doubt it. Naja, mehr nach dem Intro. Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns. Ich bin Olli und das hier ist ein weiteres Kanal-Update. Ja, so ist doch besser, finde ich. Aber ein bisschen was Besonderes wollte ich ja machen zu dem Anlass, ne? Ja, wie schon gesagt, ich habe die 100 oder wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Freut mich sehr. Vielen Dank an alle. Jetzt habt ihr mich allerdings überholt, weil ich wollte eigentlich schon ein Kanal-Update machen bezüglich meines letzten Kanal-Updates. Denn da habe ich ja angekündigt, mit den 100 Abonnenten würde ich das Community-Tab kriegen. Jetzt werden wahrscheinlich nicht alle von euch die Kommentare lesen, denn da hat mich der Valedor war es, glaube ich, darauf aufmerksam gemacht, dass es das Community-Tab ja leider erst ab 500 Abonnenten gibt, nicht ab 100. Von daher war das jetzt leider diesbezüglich vergebens, ne? Also da müssten wir noch ein bisschen warten. Das wird wohl noch etwas länger dauern. Viel, viel länger, wenn wir es überhaupt die erreichen. Aber egal. Dann ist es halt so. Wäre schön gewesen, aber macht natürlich auch nichts. Ja, ich dachte, ich nutze die Gelegenheit, erstmal, wie gesagt, um mich zu bedanken bei allen, die abonnieren und gucken, ne? Und wollte auch so ein bisschen was zu der Zukunft des Kanals sagen. Ich hatte das ja ganz am Anfang gesagt, im allerersten Video noch. Da habe ich noch angepeilt, ein Video pro Monat. Ja, ihr habt jetzt gemerkt, es war doch ein bisschen mehr. Das hatte allerdings den Hintergrund, ich habe es hier und da auch schon mal erwähnt, in den Kommentaren meistens, deshalb hier nochmal in diesem Video. Ich wollte den Kanal halt zu Beginn direkt mit so einer gewissen Bibliothek bestücken, damit Leute, die jetzt wie einige von euch neu auf dem Kanal landen, auch ein bisschen was zu gucken haben, sehen, da wird auch was gemacht und nicht hier ist nur ein Video, ja, mal gucken, ob der überhaupt noch was macht. Ne? Deshalb, wie gesagt, wollte ich ein bisschen in Vorleistung treten, so gesehen. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Ich glaube, in 20 Tagen oder in 22 Tagen 20 Videos so ungefähr. Also gutes Pensum eigentlich. Und das werde ich natürlich auf keinen Fall halten können und ist auch nicht mein Ziel, das zu machen. Allerdings, damit ihr jetzt so wisst, was auf euch zukommt, ich werde das jetzt runterfahren natürlich. Allerdings, dieses eine Video pro Monat, was ich am Anfang anvisiert habe, das werde ich, denke ich mal, schon übersteigen. Also, mein neuer Plan ist ein Video pro Woche mindestens. Und ja, jetzt erstmal bis Ende März wahrscheinlich sogar alle ein, zwei Tage eins. Einfach nur, um diese Bibliothek, wie gesagt, ein bisschen aufzustocken noch. Und ja, danach dann, also ab März, ein Video pro Woche ist so die Zielsetzung. Ne? Es wird nichts garantiert. Es gibt auch keinen festen Tag, dass ich jetzt sage, so, jeden Sonntag ein neues Video oder jeden Dienstag dieses Format und jeden Sonntag das. Sowas will ich auf keinen Fall. Das ist mir dann zu sehr Zwang. Ich will flexibel bleiben, das machen, worauf ich Bock habe, worauf ihr dann auch hoffentlich Bock habt, ne? Aber spontan bleiben. Deshalb, wie gesagt, ein Video pro Woche ist anvisiert. Es wird mindestens einmal im Monat neues Gedöns geben. Das war ja von vornherein geplant. Und alles andere, ja, lasst euch überraschen. Also aufmachen zum Beispiel werde ich jetzt nicht mehr so häufig machen wie in den letzten Wochen, weil die Mystery-Pakete sind erstmal weg. Von daher ist da nicht viel, ne? Außer ich bestelle mal wieder irgendwas. Ja, und ansonsten lasst euch überraschen. Ich habe noch ein paar Formate geplant, aber will jetzt auch erstmal gucken, dass ich die Formate, die es schon gibt, mit neuen Folgen versehe. Also es wird jetzt innerhalb dieser und nächster Woche habe ich geplant, ein neues Hollywood und ein Hey Listen mindestens zu machen. Kann sein, dass ein neues Format noch dazukommt, aber ja, alles, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt. Lasst euch überraschen. So, das war jetzt viel Geblubber mal wieder, aber ich hoffe, ich habe jetzt alles angesprochen, was ich wollte. Ansonsten gibt es zu diesem Update noch ein Update. Müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder halt unter das Video Wheel of Questions, ne, für die FAQ-Runde, meine Güte. Ja, wie immer jetzt hier ganz spontan. Deshalb, ich hoffe, ich habe alles gesagt.
und möchte mich zum Schluss nochmal bei allen Abonnenten und Zuschauern bedanken für die vielen Kommentare unter den Videos, dass ihr so fleißig guckt und ja, spread the word, ne? Gerne weitererzählen. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen noch. Würde mich freuen, wenn wir mehr werden, wenn wir die 500 erreichen würden. Aber wie gesagt, ja, da rechne ich jetzt erstmal lange Zeit nicht mit und muss ja auch nicht. So, ich habe mich jetzt schon zum dritten Mal wiederholt, glaube ich. Deshalb mache ich jetzt den Sack zu und sage, danke fürs Einschalten. Na, zu spät, zu früh. Ach, mein Gott. Danke fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.